Hallo, ich begrüße dich im neuen 2024, im neuen Jahr. Und in diesem Video möchte ich ein spannendes Thema ansprechen. Und das ist das Geheimnis des vedischen Horoskops. Ich zeige dir etwas, was du kaum irgendwo findest. Ich werde dir zeigen, wie das vedische Horoskop den göttlichen Plan zeigt. Ich habe hier schon was vorbereitet. Es wird vor allem um zwei Planeten gehen, um den Ketu und um den Rahu. Es sind zwei Planeten, die als Doppelpack unser Schicksal bestimmen und uns führen. Und der göttliche Plan ist genial. Und ich werde dir jetzt erklären, wie der göttliche Plan funktioniert. Und so einen Plan hat jeder Mensch, der, oder sagen wir so, jeder Körper, der eine Seele in sich trägt. Wir sehen auf dieser Zeichnung, erstmals sehen wir die Sonne. Das ist die Sonne. Die Sonne repräsentiert die Seele. Die unsterbliche Energie in uns. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Erde repräsentiert unseren Körper. Die Seele kommt auf die materielle Ebene, auf die Erde, bekommt einen Körper und dieser Körper dreht sich um die Seele. Der Körper macht das für die Seele, damit die Seele ihren Plan erfüllen kann. So, das alles ist die Energie der Seele und unser Körper dreht sich um diese Energie. Aber dass die Erde sich überhaupt drehen kann, das macht die Seele möglich. Die Sonne steuert die Erde so, dass die Erde sich für die Sonne dreht. Ja, verstehst du den tiefen Plan dahinter? Das ist der Mond. Der Mond dreht sich um die Erde. Das bedeutet, dass der Mond und der Mond steht für unsere Gefühle, Gedanken. Hier kommt der Körper mit den Gefühlen und Gedanken zusammen. Wir sehen hier ist der Körper mit den Gefühlen und Gedanken, hier ist die Seele, aber der Körper dreht sich mal um die Seele. Und die Gedanken drehen sich um den Körper. Das ist der göttliche Plan einfach erklärt. Und es gibt zwei Punkte, wo der Weg der Seele, das ist der Weg der Seele, und der Weg der Erde, des Körpers, oder der Weg der Gefühle der irdischen Ebene, ja? Die spirituelle Ebene, die irdische Ebene, wo sie zusammenkommen. Und das sind zwei Punkte. Wir leben in einer dualen Welt. Hier kommen zwei Dualitäten zusammen, die irdische und die spirituelle. Und hier erkennt man auch unsere spirituelle Natur, denn die ist größer. Das ist auch eine interessante Tatsache. Das heißt, wir sind auf der Erde nur zu Besuch. In Wirklichkeit sind wir viel, viel größer. So, zurück zu diesen Punkten. Hier sind diese Planeten, der Ketu und der Rahu. Diese Planeten sind nicht sichtbar für uns.
die können wir nur berechnen. Man sagt, da wo die Sonne ist, also hier ist der Osten, O, ja, wenn so geschrieben nach unten, Osten, oben ist der Westen, W, Westen, dann ist Rahu der Norden und Ketu der Süden. So, somit ist der Ketu der südliche Knoten, Mondknoten, und der Rahu der nördliche Mondknoten. So, die Seele macht hier den Weg vom Mond, also praktisch mit Gedanken und Gefühlen, geht sie Richtung Sonne. Ja, die Erde geht Richtung Sonne, um ein spirituelles Wissen zu holen. Aber dann geht die Erde auch Richtung Rahu, um auf die materielle Ebene zu kommen. Wir sehen hier mit der Sonne als Seele Atma, mit dem Mond als Gefühle, Gedanken und mit der Erde Körper treffen sich hier die Seele, der Körper und der Geist auf diese Zeichnung hier. Der Mond dreht sich Richtung Sonne, um die Gedanken und die Suche nach der Wahrheit zu stillen, um das Wissen, das spirituelle Wissen zu bekommen. Und der erste Knoten, kein Knochen, den der Mond auf seinem Wege hier findet, ist der Ketu, das spirituelle Wissen aus dem Vorleben. Hier ist das Herz, die spirituelle Seite eines Menschen. Der Rahu ist der Kopf. Das ist die Seele von einem Menschen, der rational denkt. Das ist die Seite von uns. Wir brauchen beides. Nichts ist besser oder schlechter. Wir sehen hier, dass der Ketu nach innen geht. Nach innen. Der Mensch sucht die Weisheit in sich selbst, in seinem Ursprung, das spirituelle Wissen, um seinen göttlichen Ursprung. Der Rahu geht nach außen. Der Rahu will Informationen von außen, Gegenstände von außen, was haben von außen, was bekommen auf der materiellen Ebene. Der Rahu denkt pragmatisch, irdisch. Und die Seele macht ihren Weg zwischen ihrer Spiritualität, ihrem Körper, in dem wir ziemlich eingeschränkt sind, und zwischen dem Ketu, das Wissen aus dem Vorleben, zwischen dem, was die Seele früher interessiert hat, womit sich die Seele beschäftigt hat. Aber hier ist auch etwas nicht so ganz gut gegangen. Deswegen hat die Seele sich entschieden, den Weg anders zu machen, mit dem Wissen von früher. Das bedeutet, dass wir mit diesem Wissen diese Richtung zum Rahu gehen, um in der materiellen Welt, auf der Erde, etwas nachzuholen in der materiellen Welt. Wir brauchen beides. Ohne das Wissen um das Vorleben, um die Talente aus dem Vorleben, um die Erfahrungen aus dem Vorleben, ist dieses Bekommen, diese Erfahrungen im Rahu nicht möglich. Diese Planeten sind füreinander sehr wichtig. Das ist der gleiche Drachen. Der Rahu ist der Kopf, der Ketu ist der Körper. Es ist eine Schlange. Es geht um Kundalini, um die Lebensenergie.
Und die Schlangen haben tatsächlich dieses Muster auf dem Kopf. Und in Wirklichkeit geht es um Kundalini, um die Energie des Lebens. Somit zeigt uns der Keto die Wahrheit, die spirituelle Wahrheit, die wir aus dem Vorleben schon mitgebracht haben. Der Keto ist das Wissen aus der spirituellen Welt. Der Rahu zeigt uns, was wir noch zusätzlich bekommen wollen, zu dem, was wir schon im Vorleben bekommen haben. Was wir in dieser Inkarnation nachholen wollen auf der Erde. Mit dem, was wir schon im Rahu haben. Und in unserer Inkarnation, in unserem Leben geht es darum, dass wir diesen Plan gut meistern. Manche Menschen gehen zu sehr in die Richtung Spiritualität, Vorleben, verlieren sich auf der Erde im Irdischen, machen zum Beispiel Arbeiten umsonst, vernachlässigen die irdische Ebene, den Rahu. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Balance. Andere Menschen fokussieren sich komplett auf den Rahu, auf die materiellen Gewinne, arbeiten, verdienen noch mehr Geld, noch mehr tolle Autos, noch mehr und vergessen ganz ihre spirituelle Seite. Auch das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Balance. Praktisch diesen Punkt. Wir brauchen unser spirituelles Wissen, unsere Talente aus dem Vorleben und wir brauchen auch einen guten Plan, wie wir zu dem, was der Rahu von uns will, in dieser Inkarnation bekommen wollen. Es ist so, dass beide Planeten absolut neutral sind. Sie sind nicht schlecht oder gut. Diese Planeten unterstützen uns auf unserem Weg. Wenn unser Weg zum Beispiel spirituell ist, dann werden diese Planeten uns praktisch in diese Richtung schieben. Wenn unser Weg ein anderer ist, ein ganz irdischer, zum Beispiel Medizin oder zum Beispiel Massagen machen, kochen, was bauen, werden diese Planeten uns auch in diese Richtung ein bisschen schieben, dass wir in diese Richtung gehen. Diese Planeten helfen uns, die sind sehr weise, das sind Gottes Diener, so gesagt. Also Gott im Sinne, nicht im Sinne der Religion, sondern als Schöpfer von diesem göttlichen Plan. Und das ist, was unsere vedische Horoskop uns verraten kann. Es zeigt uns unseren göttlichen Plan. Und der Mensch bekommt eine Klarheit, warum bin ich hier? Was soll ich noch lernen, damit ich mit diesem Wissen, was oft versteckt ist, weitergehen kann zu dem Ziel dieser irdischen Inkarnation. Talente, die im Keto sind, sind oft so tief versteckt, dass der Mensch keinen Zugang zu denen hat, dass man diese Talente nur aus dem Horoskop sehen kann, weil Menschen einfach oft von ihrem Lebensweg abkommen. Durch die schwierigen Situationen im Leben, durch irgendwelche Ereignisse, vergessen wir das, was wir wirklich wollen. Wenn ich mit Kunden arbeite, manchmal kommt es so, dass der Mensch gar nicht weiß, was er wirklich will, was er wirklich kann, welche Talente er hat. Er weiß nur, was er muss. Ketu weiß viel mehr über die letzte Inkarnation oder mehrere Inkarnationen und über unsere Talente und hilft uns, diese Talente nochmal auszugraben, mitzunehmen auf dem Weg zu den irdischen Erfolgen, zu der Erfüllung auf der Erde. Denn unsere Aufgabe ist, mit unserer ganzen Spiritualität auf der Erde ein glückliches, erfolgreiches Leben aufzubauen. Und natürlich ist klar, dass dieser Plan nicht des menschlichen Ursprungs ist. Das ist der Plan der Schöpfer für uns, damit unsere Seele
reifen kann.